Ja, ich weiß doch. Ich nenne die einfach Eva. Eva, ich weiß das doch. Muss mir nicht immer aufs Butterbrot schmieren. Alter, wir sind so weit gelaufen. Das war eigentlich... Vielleicht war es dumm, ich weiß es nicht. Aber Mom sagt, dumm ist der, der Dummes tut. So. So, hey. Du alter Kniesebrecht. Darf ich mal... Ich hoffe, der tut mir nichts. Alter. Ich hab mehr Angst als du, Junge. Ich dachte gerade, der greift an. Okay. Weiter geht's in die Richtung und dann heben wir wirklich ab. Ich weiß, da liegt noch mein Grab und so, aber ganz ehrlich, leg mir, wenn du mir helfen willst, leg mir ein paar Blumen drauf. Da bin ich glücklich. Aber weine bitte nicht um mich. Weine bitte nicht um mich. So. Jetzt wieder rennen. Da ist wieder Gold. Erstmal ist da wieder Thomapyrin und da ist Gold. Und ich will einfach beides mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob wir davon so viel brauchen, ehrlich gesagt. Aber wir nehmen... Ne, man findet davon nicht so viel. Uiuiuiui. So, ganz kurz. So, ich hoffe, bis jetzt wurden wir noch nicht erwischt. Ich bin mir nicht sicher. So. Neue Technologie. Strahlaufprall Tau. Der Phasenstrahler zerstört Raumschiff und Asteroiden schneller. Okay. Tamium 9. Über 200 haben wir davon schon. Kupfer und Kohlenstoff. Okay, Kupfer haben wir noch gar nicht gefunden auf dem Planeten. Da müssen wir auf einen anderen, glaube ich. Das wird auch nochmal lustig, die ganzen Planeten zu erforschen. Also das hier ist ja gerade alles nur Vorgeplänkel. Was vielleicht auch ein bisschen länger plänkelt. Ja, Alter, guck mal hier. Was jetzt vielleicht auch ein bisschen länger plänkelt, weil ich mir natürlich ein bisschen Zeit lasse gerade. Hallo? Nein! Drecksack. Kann man einfach so ein Ding ins raus, eine Knolle. Okay, Tamium haben wir voll. Scheiß drauf. Jetzt haben wir gerade so ein Feld gefunden. Es wäre natürlich perfekt gewesen. Aber nein. Spiel mobbt mich natürlich wieder. Ist ja klar. Mieses Mobbing-Spiel. So, 4 Minuten sind wir beim Raumschiff. Wurde ja auch langsamer Zeit. Und dann können wir endlich können wir dann abheben. Hier nochmal ein bisschen Blümchen pflücken natürlich. Ich hoffe, da ist nicht wieder so ein Tentakel drin. Ich sage ja, Hentai-Traum. So, Nummer 1. Und Nummer 2. Schön, vielen Dank. Wie kommen wir denn da hin, um Gottes Willen? Ich bin gespannt auf die anderen Planeten. Diesen roten Planeten... Ich bin kein Freund von roten Planeten und von kargen Geröll und sowas. Da bin ich gar kein Freund von. Ich hoffe, wir finden auch so einen grünen mit richtig schöner Flora und Fauna, wo das Auge ganz verzückt ist einfach, da zu sein. Nein, das ist ein Fragezeichen! Mann, ey! Wie weit? 2 Minuten. Schneller als bei unserer Raumkapsel. Ich kann nichts dafür. Ich bin einfach... Ich erliege meiner eigenen Schwäche und wir müssen ja auch sammeln. Verdammt, wir müssen ja auch Technologie und sowas. Brauchen wir auch alles. Glaube ich zumindest. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht mal so sicher. Ich spiele das ja noch nicht so lange. So, auf jeden Fall müssen wir uns bald mal unterstellen irgendwo. Ich hoffe, das... Oh Gott. Ich habe es mir gerade anders überlegt. Wir werden bestimmt noch zahlreiche Gelegenheiten haben, Orte zu entdecken. So, und zurück geht's. Ich weiß, meine Süße, ich weiß. Lass mich doch eben einen Unterschlupf finden. Ich hoffe, das gelingt uns auch. Egal, ich sammle jetzt nicht mehr. Ich suche jetzt erstmal ganz kurz eben hier, dass wir uns irgendwo unterstellen können und dann gehen wir zurück zur Kapsel. Ich will jetzt hier ehrlich gesagt nicht noch mehr Zeit vertrödeln. Ehrlich gesagt, wir vertrödeln ja nicht, wir erkunden ja. Das ganze Spiel ist ja quasi ein Erkundungsspiel. Und wenn man da sagt, das Erkunden wäre vertrödelt, dann hat man, glaube ich,
den Sinn des Spiels nicht. Da hat man nicht begriffen. Natürlich müssen wir in den Weltraum, aber auch da müssen wir erkunden. Letzten Endes. Was ist das da rechts? Was ist das? Ach, Schild. Schild brauchen wir nicht unbedingt. Ich weiß, das ist wieder Zink, aber ich weiß nicht genau, wo wir da hinkommen. Oh, ich bräuchte eine Höhle, ehrlich gesagt. Boah, Alter, wie soll ich denn da rüber? Ach, das ist ein fetter Heridiumfelsen. Okay, den brauchen wir aber auch nicht. Da ist wieder so eine Lebenspflanze. Oder war das Schild oder Lebenspflanze? Ah, oh, Zink ist auch voll. Sehr gut. Ja, Jetpack ist, ja, aufgebraucht. Boah, fuck. Ich hätte vorhin, als wir die Pflanzen gesehen haben, hätte ich erstmal unsere Systeme wieder aufladen sollen. Das hätte ich machen sollen. Das war doof, aber nächstes Mal weiß ich es besser. Okay, weißt du was? Ich mach das einfach mal. Wir haben Tamium, wir haben Plutonium, könnte ich ehrlich gesagt auch da reinballern. Hier. Gefahrenschutz. Geht das so? Ach nee. Jetzt ist er wieder online. Da staunste. Ja. Okay. Zink war gerade voll, jetzt ja nicht mehr so. So, da drüben haben wir eine böse. Wo ist unser Raumschiff? Hallo? Haben wir noch Schutzschild? Wo ist es? Hä? Nee, nur in diese Richtung. Ach Gott. So, ich suche noch mal ein bisschen nach Zink, ne? Das wäre nicht. Ah, wir sind fast da. Hätten wir auch so geschafft. Ja, das ist auch jetzt egal. Nein, Mann, ich will mal rennen und drück mal hier für das falsche Ding, wie immer. Ja, wir kriegen noch ein bisschen Zink. Nice. Ich glaube, Gesundheit brauchen wir gar nicht mehr. Die müsste sich eigentlich auch wieder aufgefrischt haben. Und dann würde ich sagen, wir düsen gleich in Le Raum du Welt. Ich hoffe, das funktioniert alles. Zink und Flora. Gesundheit auf Maximum. Alles klar. Und ich drücke schon wieder falsch. Es ist die Gewohnheit. Ich habe so einen hypernervösen Scanfinger. Ja, Reisemeilenstein, komm, hör auf. Ich weiß, ich bin viel gelaufen. Reib's mir doch bitte nicht unter die Nase. Spaziergänger. 20.000. Alter, 1, 2, 3, ich weiß gar nicht, wie viele Sterne man da kriegen kann. Hey. Oh, na endlich. Das hat aber auch gedauert, ehrlich gesagt. Das hat gedauert. So. Freunde, ich würde sagen, erstmal Strahlenschutz beruhigt sich gerade wieder. Und jetzt würde ich sagen, wir gucken mal ganz kurz Impulsantrieb aufladen. Mit Tamium. Tamium war komplett voll. Und jetzt? Zum Starten. R2 gedrückt halten zum Verlassen. Okay. Zum Starten. R2 gedrückt halten. Hallo? Reisemeilenstein erreicht. Okay, das ist geil gerade. Raumschiff starten. Erreicht. Ja, endlich. Okay, ich habe keine Ahnung. Startschubdüse 75%. Planeten verlassen. Raumschiff ins Weltall fliegen zum Entschleunigen. Boah, Alter. Boah, das ist... Alter, das ist krass. Okay, ich brauche eine umgekehrte Steuerung, glaube ich. Ich brauche die umgekehrte Steuerung, sonst... Ich will einfach erstmal gucken, bevor wir den Planeten verlassen, will ich nochmal kurz gucken, wie er unter uns verschwindet. Ich würde gern zurückgucken können. Der Gronkolit. Ich weiß nicht genau, ob einer von euch den jeweils zum Aktivieren des Boosts... Wow! Wow, wow, wow! Es ist
System SM. Oh Mann, die SM, das SM-System. Was ist da los? Okay, ich muss mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Was sind das für Dinger? Boah, wie geil. Ich habe mal Angst, dass ich hier gleich auf so einen Felsbrocken oder sowas. Boah, gefährlich nah. Komme ich hier auch noch raus aus diesem roten Küstennebel? Wow. Okay, ich drehe mich mal ganz kurz. Sehe ich den Planeten? Da ist der Planet. Nee, Piers Utkini. Das... Warte. Das hier ist der Planet. Da ist mein Grab da unten. Da sieht man das noch. Das ist der gesamte Planet. Alte Scheiße. Hyperantrieb aktivieren. Okay, großartig. Jetzt will ich erstmal ganz kurz gucken. Zwei Einträge haben wir noch. Bukul-Krater. Machen wir mal hochladen. So, und hier Elkind, lass ich auch mal Elkind. Können wir uns später wieder lustige Namen ausdenken. Ich möchte nur mal ganz kurz eben hier Reise. Okay, Spaziergänger, einsam, Aliens getroffen, haben wir noch 0. Insolvent, meist erhaltenen Units. Okay, wir haben schon 21.000 Units verdient? Nicht schlecht. Eine galaktische Karte im Weltraum. Alter. Die SM. SM. Ich will nicht die SM. Was haben wir denn hier noch alles? Leck mich am Arsch. Das Ding ist einfach, alles, was wir hier sehen, können wir bereisen. Ich glaube, jeden einzelnen Punkt, den wir hier sehen, können wir bereisen, tatsächlich. So. Rishi Bettzug. Wegpunkt hinzu. Warpbeschleunigung aktivieren. Da sind wir gerade, SM. Würde ich aber gerne noch ein bisschen erforschen. Drei Planeten, ein Mond. Ich würde gerne erstmal die Planeten erforschen, wenn ich ehrlich bin. Wie komme ich wieder zurück? Freiflugmodus. Nein, Karte verlassen. Oh, Gott sei Dank. Ich gehe mal auf Piers Utkini. Eine Raumstation. Interessant. 2 Stunden, bis wir da sind. Impulssprungs. L1 und R1 gleichzeitig gedrückt halten. Ich weiß nicht, ob ich das will. Ich habe keine Ahnung, ob ich das will. Denn ich weiß nicht, was es macht. Impulsantrieb haben wir auf jeden Fall. So, 13 Minuten, wenn wir sonst brauchen. Ist schon sehr geil. Ich probiere gleich mal einen Impulssprung, ne? Ich habe Angst. Wie kann ich denn abbrechen? Und wieso fliege ich hier nicht gegen Meteoriten? 45. Wie kann ich denn abbrechen, den Impulsantrieb? Nur mal so gefragt. Vorsichtshalber, bevor ich da gleich gegen crashe. Piers Utkini, der ist bestimmt auch so ein roter Planet, oder? Boah, Alter, das ist schon sehr, sehr geil. Der wird bestimmt gleich größer und ich bin dann ein Matschfleck auf der Oberfläche. Da muss ich alles normal machen, weil ich wieder abgeschmiert bin. Aber der wird schon größer, der wird schon größer, der wird schon größer. Guck mal, wie groß der langsam wird. Oh Gott, 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 da ist die Raumstation. Ich kann nicht bremsen, ich weiß nicht wie. Unentdeckt. Boah, planetare Störung, Alter. Wieso hat er sich jetzt so gedreht?
Da ist die Raumstation. Da können wir eigentlich auch mal... Ehrlich gesagt, zur Raumstation würde ich auch mal gerne. Ich wollte nur zum anderen Planeten hin. Ich wollte nur mal die Oberfläche sehen, aber der ist bestimmt genauso rot wie der andere, oder? Ich muss mich noch an die Steuerung ein bisschen gewöhnen. Aber das kriegen wir alles hin. So, langsam sieht man so ein bisschen, naja, Flora, Fauna möchte ich hier nicht von reden. Piers Utkini haben wir entdeckt. Oh Gott, sieht's ja scheiße aus. Erstmal. Er ist kein roter Planet, sondern so ein gelber Planet, der irgendwie nach Schwefel aussieht. Ob ich da rausgehen will? Weil da unten auf dem Radar ist er grün. Also weiß ich noch nicht so recht. Wow, Plutonium. Was ist das da unten? Könnte auch, das könnten auch Pflanzen sein. Halt! Guck mal da. Wie kann ich denn landen? Verbrannter Planet. Biom sonnig, Wächter Standard. Flora großzügig, Fauna nicht existent. Keine Tiere. Okay, wir haben einen neuen Planeten entdeckt. Voll geil. Oh, das macht voll Spaß. Boah, das ist mal was ganz anderes. Eisenoxid, okay. Wächter sind hier Standard. Das sind diese Augenwächter. Hey, Platin. Und wir haben vor allem gleich das da entdeckt. Das interessiert mich natürlich. So, Eisen können wir hier alles mitnehmen, was wir fröhlich sind. Aber deswegen sind wir nicht hier. Okay, ich sehe gerade, es ist zu heiß hier. Da müssen wir uns Schatten suchen. Nyang Gesang Einöde. Was bist du denn? Überbrückungsschiff, natürlich. So, wie kommen wir denn hier rein? Ich höre schon wieder so einen Augenbot. Da, also zwei Kisten, die wir bestimmt... Kriegen wir die auf vielleicht? Ich habe vergessen, abzuladen. Wir müssen mal gucken, wie wir reinkommen. Aus welcher Entfernung kann ich denn ins Raumschiff portieren? Also die Sachen ins Raumschiff portieren? Ich weiß nicht genau, wie weit wir da entfernt sein müssen. So, da drüben haben wir wieder was. Würde mich mal interessieren, wie weit wir da entfernt sein dürfen. Also das hier müsste reichen, oder? So, wenn ich jetzt sage, erstmal ganz kurz... Ach, das Raumschiff ist eh schon voll. Pass auf, das Eisen hau ich mal eben weg, oder? Scheiß doch drauf. Wir haben Eisen kriegen wir überall. Bewegen und stapeln hier, ausrangieren. Ciao. So, theoretisch würde ich gerne zwei Eisenslots ausrangieren. Zink. So, Gold übertrage ich mal eben. Gold können wir verkaufen. Wie viel Gold haben wir? Da oben auch noch einen ganz kleinen Stapel. Den können wir noch wegschmeißen. Wir haben jetzt einen Stapel Gold. Den schmeiße ich mal weg. Das ist nicht so viel. Weiß nicht, ob... Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Das werden wir später alles herausfinden. So. Ja, weiß ich doch, weiß ich doch. Hier, also Eisen, da soll es ja wirklich nicht dran mangeln. Was ist das da eigentlich? Eisen? Okay, das ist Kohlenstoff alles, aber... Wo ist denn das Plänzchen? Sehe ich gar nicht. Okay, ist egal. Na so... Achso, die ist unentdeckt, weil ich noch nicht gespeichert habe. Klar. Da springe ich erstmal vor Freude. So.
Okay, speichern. Damit entdecken wir die Einöde ja quasi. Da oben war noch was. Und wir benennen mal alles irgendwie. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es benennen soll. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die Sachen benenne. So, was kriegen wir denn Schönes? Schon wieder ein Gragra. Da haben wir zwei. Sehr gut. Was kriegen wir hier? Noch ein Gragra. Da haben wir drei. Und da drüben geht's rein. So, da oben ist noch was, glaube ich. Kann mich aber auch täuschen. So, ich gehe mal kurz hier rein. Frachtabwurf. Nein, Isotop. Inventar ist jetzt schon voll. Ein Gragra nimmt einen Platz ein, oder was? Wieso kann ich ihn nicht stacken? Bewegen und stapeln. Hier. Eins von eins. Verdammt. Bringt 13.000 Units beim Handeln. Das Energieding weiß ich gar nicht. Plutonium, ich... Okay, 13.000 ist schon eine Anzahl. Das würde ich gerne behalten tatsächlich, aber das kann ich nicht stapeln, warum auch immer. Aluminium, ja, ich weiß nicht genau, wofür ich das brauche. Geht's hier noch irgendwo rein? Hier kriegen wir Technologie. Neue Technologie, Reichweitenerhöhung Sigma. Die Aufspürreichweite des Scanners wird erhöht. Können wir schon machen, außer Kohlenstoff. Gut, Kohlenstoff können wir uns auch leisten. Dann kann man das nämlich auch erforschen. Das ist sehr gut. So, hier geht's einfach wieder raus. Okay. Oder, nee, geht's hier raus? Hallo? Da geht's. Ich dachte, da geht's weiter rein. Da geht's einfach gar nicht. So, und hier ist ein Isotop. Isotope brauchen wir momentan, aber ehrlich gesagt... Oh, ja. Verbraucht. Lebenserhaltung. Weißt du was? Da hau ich jetzt mal Plutonium rein. So. Thamium haben wir auch noch. Ja, sonst kriegen wir, glaube ich, nichts. Schade, die Station sah so riesig aus. Ich dachte, wir kriegen noch andere Sachen. Aber die sieht von außen vielleicht einfach größer aus, als sie ist. Hier geht's raus. Das heißt, das geht da nicht raus. Da ist aber rot, da kommen wir nicht durch, oder? Verschlossene Tür, Atlaspass. Mann, du mit deinem scheiß Atlaspass. Was willst du denn von mir? Gib mir doch mal einen. Wo krieg ich die her überhaupt? So, was ist das da hinten? Das rechts sieht aus wie ein Totem, aber das, da gehen wir mal nicht hin. Mich interessiert das da. Es blinkt, es ist meins. So. Isotop. Inventar. Nichts gefunden, deswegen kann ich das nämlich öffnen. Okay, Isotope brauchen wir nun wirklich nicht. Deswegen scheiß drauf. Wir haben das Ding hier entdeckt. Wie nenne ich denn das mal? Ich meine, wenn man wirklich die ganze Galaxie und alle Stützpunkte und alles benennen kann, bis das mal jemand findet, ich glaube, da geben wir einfach doofe Namen. Da geben wir einfach doofe Namen, wie zum Beispiel Hitzefrei oder Wallungsgebiet oder sowas. So, hier ist auch wieder Isotop, ne? Isotop. Ich meine, wir werden noch einige Male auf so eine Stellen treffen, glaube ich. Wieder zurück zum Raumschiff. Ich würde gern das Sprinten würde ich gern so ein bisschen ausbauen. Hier ist auch gleich wieder Plutonium. Können wir theoretisch wieder zerstören. Haben wir wieder mehr Plutonium auf Tasche. Aber scheiß drauf. Hier ist glaube ich sehr viel Plutonium. Okay. Mit dem Raumschiff können wir theoretisch dann auch mal hier einfach drüber fliegen über den Planeten und können einfach Ausschau halten und dann einfach Technologie farmen und sowas. Eisen, natürlich. Interessant, dass jeder Planet Wächter hat. Verstehe ich gar nicht. So. R2 gedrückt halten.
So, damit können wir hier ein bisschen... Wow. Steuerung ist echt ungewöhnlich so ein bisschen. Also gewöhnungsbedürftig, weil die... Weil man die quasi richtig rumsteuert und nicht invertiert, wie bei Flugsimulatoren oder sowas. Kann ich das mal ganz kurz einstellen? Das würde ich gerne, weil das finde ich ein bisschen störend tatsächlich. Optionen... So, Optionen. Flugsteuerung normal, Umsehen, Bewegungssteuerung. Umgekehrt. Achso, das ist Umsehen? Ja, ja, besser. Ich fliege hier einfach mal ein bisschen rum, ne? Der Boost ist hier nicht wirklich sehr boostig. Das geht hier auch. Cool. Das heißt, ich kann jetzt im Raumschiff sitzen, wir scannen die ganze Zeit ein bisschen und wenn wir Fragezeichen finden, können wir da kurz hinfliegen, Technologien suchen. Ah, Scanner wird aufgeladen. Wo sehe ich das? Sehr viele Fragezeichen. Ah, da ist ein Fragezeichen. Hier, Landesequenz bitte einmal einleiten. Kann ich also überall. Sehr gut. So, da hinten ist ein Schätzekind. Ich weiß aber gar nicht, war hier nicht gerade eben noch das Ding? Hier müssen wir hin, ne? Boah, Alter. Wir können Technologien fahren, wie wir fröhlich sind. Schön. Argedorf Ödland. Okay, können wir hier mal eben... Ich mach mal ganz kurz eben, wo haben wir denn? Wo ist denn hier unsere... Was ist denn das? Was ist das gelbe Ding da? Buttplug. Was bist du? Nichts. Es ist einfach nur Buttplug. Okay. Ich speichere mal kurz die neue Location. Oh Gott, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Planeten wir erkunden. Ich weiß nicht, wie viel wir entdecken können. Das ist schier unendlich. Schier unendlich. Ja, da fehlt übrigens, es ist inzwischen 3.50 Uhr. Man kann nicht aufhören. Was ist los? Man kann aber nicht aufhören. Wenn man erstmal drin ist, kann man nicht aufhören. Das habe ich mir so nicht gedacht. So, hier brauche ich mir schon wieder einen Chip. Ja, ich wünschte, die könnte ich machen. Aber auch das werden wir eines Tages lernen. Hey, Augenbot. So, und wir haben gleich zwei von diesen... Uah. Und vor allem, ich habe gerade wieder ein Fragezeichen gesehen auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, was ich hier mache mit diesem... Dankeschön. Hallo? Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, mit dem, wie ich hier vorgehe, mit diesem... Boah, blend. Mit dem erstmal alles auskundschaften, erstmal Technologien räubern und sowas. Keine Ahnung, ob das Sinn macht. Ich weiß es nicht. Vor allem müssen wir die Technologien ja auch noch bauen. Nicht nur entdecken. Okay, das war ein Fake. Ja, schon. So, und das sieht schon mal gut aus. So, hallo? Hallo. Jetzt geh mal hin. Neue Technologie, Plasmawerfer. Landdisruptortechnologie und Ausgrabungswerkzeug. Abgefeuerte Plasmageschosse explodieren bei Aufprall. Mit Isotopelementen aufgeladen. Achtloser Gebrauch kann zerstörte Alien-Ökosysteme und Schaden beim Nutzer nach sich ziehen. Mit L1 aktivieren. Können wir direkt herstellen, wenn wir Slots frei haben, die entsprechenden. Wir brauchen auf jeden Fall Inventarplätze. Schild wieder herstellen brauchen wir nicht. Schild auf Maximum. Kein Problem. Haben wir noch ganz kurz einmal noch Units hier rumfliegen? Nee. Haben wir schon mal gefunden, die Units, die im Fenster lagen. Was ist das da oben? Nichts. Okay. Da ist das Eisen. Okay. Das ist unsere Flagge.
Ansonsten ist hier alles eher so easy.